an meine Heimat denke, fühle ich mich glücklich. Weil ich gemerkt habe, dass ich immer ein Stück von den Menschen, wo ich war, mitnehme. Weil für mich ist Heimat auch, das sind die Menschen und die Familie und die Freunde, die ich überall kennengelernt habe. Meine Heimat ist in Langenseifen. Das ist ein Stadtteil und der schönste Stadtteil von Bad Schwalbach. Meine Heimat ist bei Freunden, in gewissen Situationen, in der Natur, auch in einer Gesellschaft. Also alles, was vertraut ist auf die Dauer. Ich wohne heute noch in dem Dorf, wo ich geboren bin, habe heute noch das Zimmer. Also meine Heimat liegt in Deutschland, vor allem, weil ich hier aufgewachsen bin und die Sprache kenne und die Schule besucht habe hier. Aber ich habe noch griechische Wurzeln in einem Dorf, wo meine Oma wohnt. Und ich war lange nicht mehr bei ihr. Und ich sehne mich auch schon manchmal daran, sie zu besuchen im Dorf. أكيد هو الوطن شو الوطن؟ أنا قلت لك الوطن، الوطن هو البيت اللي أنت بتعيشي فيه. وطنك الأصلي أو غير وطنك الأصلي، وين في حب وسعادة وإحساس هو الوطن. برضه جاي كأدم إحساس أمنيته وأرامش كنه، بس كشفاره خودش دوسته. أكيد هلا واحد لما بعيف وطنه وبكون سبب الحرب وبيجي لهون بتبلشي بقى تحسي هذا وطنك. إنه ناس وقفوا جنبك وعم بيساعدوك أكيد الواحد بيحس وطنه. Ich denke, man braucht eine Heimat, damit man sich nicht alleine fühlt. Weil dort, wo man aufgewachsen ist, wo man geboren ist und wo man sich heimisch fühlt, ist man auch glücklich. Und wenn man keine Heimat hat, dann fühlt man sich allein und verloren. وطن به معنی خاصی نداره. فقط معنی وطن اینه که توش زادگاه جایی که دنیا اومدی. Also, wenn ich in Griechenland bin, sehne ich mich auch nach Deutschland. Und eigentlich nach beides, weil ich liebe das Meer, die Fahne, diese griechische Fahne mit dem blauen und mit den weißen Streifen. Und es macht mich einfach glücklich. Und Deutschland macht mich auch glücklich. Und ich bin froh, hier auch zu sein und hier aufzuwachsen. Liebe bedeutet für mich einfach glücklich zu sein und an dem Ort, an dem man ist, sich wohl zu fühlen oder auch in Sicherheit zu fühlen. Heimatliebe bedeutet für mich, dass da, wo ich wohne, dass da halt so was Gewisses sein muss, damit ich einfach mich so willkommen fühle, dass ich weiß, okay, wenn ich raus vor die Tür gehe, ich kann Hallo sagen, ohne schief angeguckt zu werden, dass die Leute mich kennen und ihre Liebe damit so zeigen und alles Mögliche, ja. Ich fühle dann Geborgenheit und dass ich mich hier wohlfühle und keine Angst haben muss oder mich nicht verstecken muss und hier auch sein kann, wer ich sein möchte und hier sehr viele Chancen habe. Ich habe das große Glück, dass ich in meiner Heimat leben kann. Aber ich verstehe sehr wohl Menschen, die eben gar nicht in ihrer Heimat sein können und die dann sehr unglücklich sind, weil sie überhaupt nicht mehr das um sich haben und sich große Sorgen machen um die Heimat, wo sie herkommen und Angst haben, was ist mit den Menschen, die vielleicht noch dort sind. Das verstehe ich sehr gut. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Heimat ist das Wichtigste, was ein Mensch braucht. Du siehst ja jetzt, was leider passiert, wo die Menschen die Heimat verlassen müssen, was das für Schmerzen sind. Meine Heimat für mich, also natürlich ist meine richtige Heimat, also Irak, weil da sind meine Familie und meine Freunde, da bin ich aufgewachsen. Viele Sachen, denke ich. Eine Sache traurig, manchmal glücklich, wenn ich an meine Freunde zum Beispiel
Familie, so, dann glücklich natürlich. Aber wenn zum Beispiel bei Krieg, Leute, die gestorben sind, also ich habe sehr viele Freunde, die gestorben sind wegen Krieg und so. Dann, ja, also traurig und glücklich, beide. عفت وطني لنا بسبب الحرب. الله أكيد هلا أولادي أجوا لهون ويستقروا عم ببلشوا يأسسوا مستقبلا شيء. وأنا بالنسبة إلي ما خرج أرجع لأنه مالي حدا بقى بسوريا، بس إلي عندي بنت وحدة بقى يعني بسوريا، لأنه عيلتي كلها هون. Was liebe ich an Deutschland am meisten? Meistens, dass das Land sehr tolerant ist. Ich fand es ganz toll, wie wir diese 1 Million Flüchtlinge aufgenommen haben. Auch wenn es dann im Nachhinein ein bisschen Probleme gibt. Aber man muss insgesamt sagen, dass Deutschland eigentlich ein Land ist, was sehr viel leisten kann, wenn es drauf ankommt. Mittlerweile ist ja auch alles so, dass alles sehr globalisiert ist und sehr viele unterschiedliche Kulturen auch hier in meinem Heimatort leben. Und da finde ich es wichtig, dass ich halt mit Zuversicht und ohne Wertung, und ich bin so humanistisch eingestellt, dass für mich alle Menschen in der Hinsicht gleich sind. Es gibt für mich keinen Unterschied. Es kommt für mich aufs Herz drauf an. آلمان تمام مردم خیلی خوبی داره، واقعا از آدم استقبال میکنن، خیلی دوست دارم در کل. الحمد لله، لا شعب كويس ويعني يعطيهم عافيه انه كمان استقبلوا كل هالعالم ويعني انه يعني كتر خيرهم يعطيهم عافيه. طبعا اكيد كل شيء وفرت لنا المانيا والحمد لله، ومشكوره كثير جدا المانيا على هذا الترحيب. اسكوت دي شو الاسكوت. Lehrer sind gut, kann man gut lernen. Ja,